Vater Singer, das gesamte Vorbereitungsteam und ich begrüßen Sie alle ganz herzlich zu unserem diesjährigen Berggottesdienst. Schön, dass Sie trotz oder wegen des tollen Wetters den Weg hierher gefunden haben. Und Sie haben sicher Verständnis dafür, dass auch Pater Singer und ich die etwas leichtere Variante der liturgischen Kleidung gewählt haben. Als Christen haben wir uns versammelt im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit deinem Geist. Es ist gut, wenn unser Leben nicht immer im alten Trott weiterläuft. Dazu gibt es unterschiedliche Zeiten und Anlässe. Das Kirchenjahr bietet zum Beispiel solch unterschiedliche Anlässe, aber auch der Berggottesdienst ist solch ein Anlass. Auf einem Berg sehen wir weiter. Wir sehen oft klarer und Menschen kommen sich selber näher und sie kommen Gott näher. Wir erkennen manchmal klarer unseren Auftrag in der Welt, öffentlich Profil zu zeigen. Gerade mit unserer christlichen Botschaft, mit unserem gläubigen Optimismus dürfen wir weiterhelfen, dass das Leben der Menschen froh und zuversichtlich wird. Denn die Freude an Gott ist unsere Kraft. Darum lasst uns Gott loben mit dem Kanon Lobe den Herrn, meine Seele. Dafür hält. Schon kurz nach dem Tode Jesu
wurden die Menschen als Christen bezeichnet, die zu Jesu am Kreuz beteten. Sie waren davon überzeugt, dass Christus der Retter ist, der das Volk aus Schuld und Sünde befreien würde. Viele Menschen sind im Lauf der Jahrhunderte für diesen Glauben gestorben. Wer als Christ bezeichnet wurde, war eindeutig zuzuordnen. Heute haben die sogenannten Christen an Profil verloren. Jeder versteht etwas anderes unter Christsein. Was heißt Glauben? Wer ist ein Christ? Zu dieser Frage sehen und hören Sie jetzt ein Zwiegespräch zwischen Vater und Tochter. Papa, wer ist ein Christ? Du bist mir vielleicht ein Scherzkeks. Das hast du wahrscheinlich auch von deiner lieben Freundin Kerstin. Aber jetzt ist Schluss damit. Aus und vorbei. Ab sofort gehst du nicht mehr zu deiner Freundin. Hier steht nur Lügen und Unwahrheiten auf. Aber Papa, wer ist denn nun ein Christ? Ja, da sind wir wieder bei der Frage. Wer ist denn eigentlich ein Christ? Der Weg zum Glaube ist Jesus selbst. Durch seinen Lebensweg, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung ist der Weg zu Gott frei. Jesus selbst ist der Weg. Glaube ist ein hundertprozentiges Geschenk Gottes. Nicht ich selbst mache Glauben, mein Glaube baut auf Christus. Deshalb macht mich und uns alle Christus selbst zum Christen. Die Taufe kann dann ein spürbares Zeichen für uns sein, das uns Mut und Kraft gibt, christliches Profil zu zeigen.
Lasst uns beten. Lieber Gott, lieber himmlischer Vater, die Menschen, die sich auf deinen Sohn Jesus Christus berufen, die dürfen sich Christen nennen. Du hast uns in der Taufe als deine Kinder angenommen. Du lässt uns teilhaben an deinem Leben und an deiner frohmachenden Botschaft. Lass uns immer wieder erfahren, wie unser Glaube uns froh macht, selbst in dunklen Stunden, weil wir uns in deiner Liebe geborgen wissen, der du lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aus dem 5. Kapitel nach dem Evangelium von Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Diese Worte richtete Jesus damals an seine Jünger. Und damit sind heutzutage wir Christen gemeint. Das ist keine Aufforderung, sondern eine Aussage. Er will uns deutlich machen, dass unser Leben als Christen ein Vorbild ist. In welche Richtung? Das liegt an uns. Hab eine Meinung, engagiere dich dafür, stehe für deinen Glauben ein, dass deine Worte und Taten auf andere ausstrahlen. Aufs Profil kommt es an, nicht nur bei den Reifen. Schauen wir uns beispielhaft 4 Persönlichkeiten an, die Profil gezeigt haben und zeigen. Dietrich Bonhoeffer. Er war evangelischer Theologe, der Jesus Christus und die Bergpredigt zum zentralen Thema seines Lebens machte. Er wurde zum Pastor, zum Hirten, lernte den Dienst an den Menschen kennen und lebte seinen Glauben. In den 1930er Jahren schloss er sich aktiv dem Widerstand gegen das Naziregime an und wurde 1945 auf Anweisung Hitlers ermordet. Ein Zitat: Tatenloses Abwarten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen Haltungen. Den Christen rufen nicht erst die Erfahrungen am eigenen Leibe, sondern die Erfahrungen am Leib der Brüder, um deretwillen Christus gelitten hat, zur Tat und zum Mitleiden.
Dietrich Bonhoeffer steht für Zivilcourage, gelebtes Christsein, politischen Widerstand. Zweites Beispiel, Mutter Teresa. Aus einer albanischen Familie stammend, schloss sie sich schon mit 18 Jahren einem Missionsorden an und ließ sich in Irland zur Missionarin ausbilden. Dann kam sie nach Kalkutta, wo sie Lehrerin und Leiterin einer höheren Schule für bengalische Mädchen wurde. Später ging sie in die Slums von Kalkutta, wo sie sich um die Ärmsten der Armen und um Leprakranke kümmerte. Sie gründete einen neuen Orden und sammelte viele Spenden für die Armen. 1979 erhielt sie den Friedensnobelpreis. Sie selbst war bis ins hohe Alter leidenschaftlich für ihre Mitmenschen im Einsatz. Bis heute gibt es über 750 Häuser der Nächstenliebe in 145 Ländern der Erde, die die Arbeit in ihrem Sinne weiterführen. Margot Käßmann. Die evangelische Theologin war unter anderem Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen, Landesbischöfin und Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland. Sie bezieht klare Stellung zu vielen kontroversen Themen, wie zum Beispiel staatliche Gewalt, Stärkung des christlichen Glaubens, Ökumene, Integration, Kinderarmut, Asylpolitik, Extremismus. Sie schwelgt nicht in abstrakten theologischen Theorien, sondern bringt konkrete Handlungsvorschläge. In ihren Reden begeistert sie die Zuhörer, gilt als authentisch ehrlich, versucht das zu leben, was sie sagt. Margot Käßmann steht auch für den verantwortungsvollen Umgang mit eigenem Fehlverhalten. Das ist leider nicht immer selbstverständlich. Ihr Rücktritt 2010 von allen Ämtern und ihre Entschuldigung hat ihr Respekt eingebracht, kann für uns durchaus als Vorbild dienen. Viertes Beispiel, Papst Franziskus. Als Bischof der Armen ist der Erzbischof von Buenos Aires 2013 nach Rom gekommen und zum Papst gewählt worden. Er ist mehr der Seelsorger als der Kirchenlehrer. Er plädiert für Barmherzigkeit und zeigt Verständnis für getrennte Eheleute. Eine Synode im Herbst soll sich besonders den Themen von Ehe und Familie annehmen. Gerade kürzlich hat sich Papst Franziskus in einer Enzyklika zu den Fragen von Umwelt- und Klimawandel geäußert. Er fordert die Menschen zum Konsumverzicht und bewussteren Umgang mit den knappen Ressourcen dieser Erde auf. Er tritt dafür ein, dass wir mit Gottes Schöpfung behutsam umgehen. Auch für das Thema Missbrauch von jungen Menschen durch kirchliche Vertreter und die Vertuschung solcher Fälle durch Kirchenleitungen hat sich Papst Franziskus mit Entschlossenheit positioniert. Aktiv will er mit einem neu gegründeten Tribunal dagegen vorgehen. Jeder dieser vier Personen hat den Schritt gewagt und seine Wohlfühlzone verlassen, um aufzustehen und für etwas einzustehen. Sie haben eines gemeinsam, Jesus Christus. Ihm sind sie nachgefolgt, er hat sie geprägt, beeindruckt, profiliert. Er hat Spuren im Leben dieser Menschen hinterlassen. Und so haben sie ihre Mitmenschen geprägt und selber Spuren hinterlassen. Wer Profil zeigt, zeigt Ecken und Kanten. Das ist nicht bequem und man wird sich daran reiben. Aber das gehört dazu. Wer der Spur Jesu nachgeht und sich prägen lässt von seiner Botschaft, dessen Leben bekommt Konturen.
Es gewinnt an Profil und bekommt Halt. Streiter zu werden, die nicht unfair werden und faulen, sondern gerade heraus eine ehrliche Meinung vertreten und sie auch durchzusetzen versuchen. Hilf uns, Profil zu sein. Hilf uns, Helfer zu werden, die die Not der Schutzsuchenden sehen und helfend zur Seite stehen. Hilf uns, Profil zu sein. Hilf uns, aufmerksam zu sein, dass wir unsere Sinne nicht verschließen, sondern den Menschen, die ihre Spur verloren haben, deine Liebe spürbar machen. Hilf uns, Gläubige zu sein, die durch Wort und Tat bezeugen und dafür einstehen, dass jeder Mensch einen Namen und Ansehen bei Gott hat. Hilf uns, Profil zu sein. Hilf uns, Tröster zu werden, die keine billigen Pflaster verteilen, sondern Leid aushalten und mitweinen können, ohne die Hoffnung zu verlieren. Hilf uns, Profil zu sein. Jesus Christ, you are my light. Halleluja, Halleluja. Jesus Christ, you are my light. You are my light. Halleluja. Wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung,
erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dein Reich komme, so beten wir in jedem Vater unser. Das Reich Gottes ist da, wo Gerechtigkeit, Liebe und Frieden herrschen. Jesus verheißt uns, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn geben kann, gebe ich ihn euch. Und so bitten wir, Herr Jesus Christus, rechne nicht unser Versagen, Sünde und Schuld, sondern schau auf unseren guten Willen, den Glauben deiner Kirche und die Sehnsucht der Menschen und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geben wir uns ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Erhöhe sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. Erhöhe sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. Wo Menschen sich verschenken, was auch geschieht, bei Verzweiflung, bei Wut, bei Angst, Furcht und bei Ratlosigkeit. Aber auch in erlebnisreichen Tagen, in schönen Tagen, in freundlichen Tagen und in erfüllten Tagen. Bleibe bei uns, was auch geschieht, was wir auch tun, was wir auch fühlen, was wir auch denken und wie wir auch sind. Denn was auch geschieht, wir danken dir, wir vertrauen dir, wir verlassen uns auf dich und hoffen auf deinen Segen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Reich euch die Hand.
Stimmungsvoll dieser Abschluss hier. Wir sind zum Ende gekommen und es ist jetzt Zeit, noch ein paar Sachen zu sagen. Ich möchte zuerst vielen Dank sagen an den Pfarrer Weber und an den Pater Singer, die mit uns mitgefeiert haben und immer ein festes Rückgrat für uns sind. Für die Gruppe Jubilate Deo, die sich das zum Programm gemacht hat, immer an diesem Berggottesdienst besonders da auch den mitzugestalten. Vielen Dank für die Musik. Ebenso vielleicht auch in Ihrem Namen für das Vorbereitungsteam, das Sie gesehen haben, dass das wieder gut geklappt hat. Besonderer Dank auch an die Eheleute Ebner, die uns die Wiese vorbereitet haben und zur Verfügung stellen jedes Jahr. Da sind wir besonders dankbar, dass wir das hier an unserem Kreuz auf dem Siegelfeld machen können. Ein letzter Dank noch an hat jedes Jahr mitgemacht, wie Sie wissen, aber heute natürlich genial, ja, heute besonders. Ja. Und weil es so eine schöne Abendstimmung ist, ein letzter Dank jetzt an die Hütte des Kollegs sozusagen, an das Kolleg, das uns den Schlüssel gegeben hat und gekühlte Getränke zur Verfügung stellen kann. Also wir haben den Schlüssel und haben die Sachen kühlen können, sodass Sie jetzt im Anschluss eingeladen sind, mit uns zusammen an der Hütte unten oder hier auf der Wiese, vielleicht auch in der Sonne, da unten hat es auch ein bisschen Sonne, noch da zu bleiben, noch ein kleines Getränk einzunehmen, kleine Sachen, ja, noch dazu. Und, ja, das stimmt, die Ministranten machen das, sagt mir die Andrea gerade, die Ministranten verkaufen das und für einen kleinen Unkostenbeitrag. Und es weiß es nicht genau noch, ich habe Holz mitgebracht fürs Lagerfeuer. Ist jetzt so eine Sache, ja? Also müssen wir mal langsam angehen, würde ich vorschlagen, dass es nicht noch heißer wird. Ja? Aber vielleicht für so in einer Stunde oder so, sage ich mal, ist es vielleicht auch ganz nett, wenn wir mit dem Sonnenuntergang dann auch noch ein Lagerfeuer haben. Mal sehen, lassen wir es angehen. Sie sind eingeladen, da noch mit dabei zu sein und einfach im Kreis hier zusammen zu sein und dass wir uns noch ein bisschen austauschen können. Vielen Dank als letztes, dass Sie gekommen sind und diesen Kreis hier oder diese Veranstaltung zu einem festen Datum in unserer Gemeinde auch werden lassen jedes Jahr. Vielen herzlichen Dank und alles Gute.